Die Entwicklung von Spielen ist hart und oft auch unfair. Mal spielt die Technik nicht mit, dann will das Gameplay einfach nicht klicken und schließlich geht das Geld aus, weil der Publisher den Hahn zudreht. Und deshalb müssen Entwicklerstudios immer wieder Projekte einstampfen. Von vielen dieser Spiele erfahren wir nie etwas. Oder wenn, dann erst Jahre später. Ab und an sickert aber auch mal echtes Gameplay oder sogar ein Prototyp dieser eingestampften Spiele durch. Oder wir haben zumindest die ersten offiziellen Trailer gesehen, bevor die Arbeit dann eingestellt wurde. Wir haben mal ein paar der spannendsten Spiele rausgesucht, die es nie bis ins Ladenregal geschafft haben. Dieses Video wird präsentiert von NordVPN. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Infos zum privaten Internet und einen exklusiven Rabattcode. Zu den bekanntesten Beinahe-Veröffentlichungen gehört sicherlich Blizzards Third-Person-Shooter StarCraft Ghost. Im Spin-off der beliebten Strategiereihe wären wir als terranische Ghost-Agentin Nova einem Militärkomplott auf die Schliche gekommen, welches Jahre nach den Ereignissen von StarCraft Brood War stattgefunden hätte. 2002 wurde Ghost für die damals aktuelle Konsolengeneration von PlayStation 2, Xbox und GameCube angekündigt. Neben der fachgerechten Eliminierung von Feinden mittels Waffengewalt wäre die Superspionin auch in der Lage gewesen, die Leisetreter anzuziehen. In den über die Jahre immer wieder neu aufgetauchten Gameplay-Schnipseln schickt Nova unachtsame Gegner dank Tarntechnologie und ein paar gezielten Handkanten aufs Brett. Wie Sam Fisher kann sie regungslose Körper greifen und so aus dem Sichtfeld der nichtsahnenden Kollegen schieben. Ihre sonstigen Bewegungsmanöver hätten ihr außerdem erlaubt, erhöhte Positionen zu erreichen und per Scharfschützengewehr das Geschehen aus der Ferne zu beobachten. Der Mix aus Shooter- und Stealth-Spiel erlebte allerdings mehrere Entwicklerwechsel und wurde schließlich 2006 auf Eis gelegt. Danach hörte man lange nichts mehr. 2014 bestätigte Blizzard dann wenig überraschend, dass StarCraft Ghost nie erscheinen wird. Als Spielefan kennt man mittlerweile das Prozedere. Einmal im Jahr erscheint ein neues Call of Duty. Wer zuschlägt, bekommt schnelle, unkomplizierte Multiplayer-Action und eine durchinszenierte Story-Kampagne mit Bombast-Garantie. 2018 erschien Black Ops 4 jedoch ohne eine solche Kampagne. Stattdessen gab es mit Blackout einen eigenen Battle-Royale-Modus, der gar nicht so schlecht war und viele Fans des Genres zufriedenstellte. Entwickler Treyarch hatte aber anscheinend nicht immer den Plan gehabt, dem bis nur noch einer übrig ist-Trend hinterherzulaufen. Zwei Jahre später tauchten Spielszenen auf, die verdächtig an eine Kampagne erinnern. Dort besucht der Spieler die Karte Seaside, die auch im Multiplayer vorkommt, und schießt sich dabei einen Weg durch verschiedene Levelabschnitte frei. Panisch weglaufende Passanten und gezielt platzierte Feinde erwecken den Eindruck eines linearen Story-Modus, ganz in der bisherigen Serientradition. Die groben Charaktermodelle verraten allerdings auch, dass hier noch viel Arbeit bis zum finalen Produkt nötig gewesen wäre. Warum genau die Entwicklung abgebrochen wurde, ist nicht bekannt. Seit vielen Jahren warten Fans von Prince of Persia schon sehnlichst auf einen neuen Teil. Auch bei Ubisoft hat man die Action-Abenteuer aus 1001 Nacht nicht vergessen. Zumindest intern nicht. Denn mit Prince of Persia Redemption war ein Spiel in Arbeit, das das Franchise mit einem neuen Ableger erweitern sollte. Das wissen wir, weil auf YouTube vor mehr als 8 Jahren ein Video des Spiels hochgeladen wurde. Ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter bestätigten die Echtheit des Materials, nachdem das Video im Mai 2020 plötzlich in der Öffentlichkeit geteilt wurde. Sehr wahrscheinlich war das Video mehrere Jahre auf nicht gelistet gestellt, weswegen es nur Leute mit dem dazugehörigen Link sehen konnten. Von einem Ex-Ubisoft-Entwickler wissen wir auch, dass die gezeigten Hüpf- und Kampfpassagen kein echtes Gameplay sind, sondern vorgerendertes Präsentationsmaterial, um die Chefetage zu überzeugen. Das ist dem Entwicklerteam aber offensichtlich trotz der recht spektakulären Präsentation mit aufwendigen Animationen und Tentakelmonster nicht gelungen. Wie für den persischen Prinzen üblich, hätte es wohl auch wieder einige Zeitreisemechaniken gegeben, mit denen man begangene Fehler rückgängig gemacht hätte. Den Fehler, Prince of Persia Redemption einzustellen, kann aber selbst der Dolch der Zeit nicht wieder gut machen. Pünktlich zur Veröffentlichung des ersten Avengers-Films im Jahr 2012 plante das alte THQ eine Lizenzumsetzung für heimische Entertainment-Systeme. Bevor der Publisher seinen Bankrott erklären musste und in der Folge viele unfertige Projekte ins Nirvana geschossen wurden, sollte das Avengers-Spiel klassische Koop-Action aus der Ego-Perspektive bieten. Als Iron Man, Hulk, Thor oder Captain America wären wir mit bis zu 3 Freunden losgezogen und hätten Horden von gesichtslosen Minions die Rächer-Initiative mit Nachdruck näher gebracht. Und gesichtslos meinen wir hier durchaus wörtlich, denn die sehr unfertig aussehenden Spielszenen zeigen anders als im Film die Skulls als Hauptantagonisten. Die Aliens sind Meister im Gestaltwandeln und schlüpfen in verschiedene Rollen, um ihre sinistren Pläne umzusetzen.
Das Avengers-Spiel hätte sich also wahrscheinlich von der Handlung her von der Filmvorlage unterschieden. Ansonsten sollte das eingestellte Spiel vor allem auf unkomplizierte Action setzen. Zumindest, wenn das vor kurzem aufgetauchte Videomaterial repräsentativ für den Rest des Spiels ist. Jeder der Helden verfügte über ein paar Standardangriffe und jeweils drei Spezialangriffe. So konnte Göttersohn Thor einen mächtigen Blitzschlag heraufbeschwören und damit die feindlichen Grünlinge brutzeln, während Iron Man mit seinem fortschrittlichen Waffenarsenal für Ordnung sorgte. Die Xenomorphs sind bisher in Videospielen vor allem in Action- und Horrorsegment aufgetaucht. 2006 kündigten Sega und Obsidian Entertainment aber an, dass sie gemeinsam an einem Rollenspiel zu der legendären Filmreihe arbeiten würden. Letztlich wurde aus Aliens Crucible aber leider doch nichts, weil sich der Publisher auf andere Projekte konzentrieren wollte. Die Pläne von Obsidian und die bis dahin fertiggestellten Inhalte versprachen allerdings ein RPG mit vielen spannenden Ideen. Zusammen mit drei KI-Partnern hätten wir eine Kolonie erkundet, die natürlich von den namensgebenden Außerirdischen überrannt wurde. Jeder der Charaktere im Team hätte über individuelle Fähigkeiten, aber auch Schwächen verfügt, die einen im Überlebenskampf immer wieder vor neue Herausforderungen stellen sollten. Die Beziehungen zu den Teammitgliedern hätten eine große Rolle gespielt. Entwickler bei Obsidian bezeichneten Crucible deshalb auch als Mass Effect, nur in furchteinflößender. Wie es sich für ein richtiges Rollenspiel gehört, wären auch Entscheidungen sehr wichtig gewesen. Sobald jemand aus den eigenen Reihen Bekanntschaft mit der eher unangenehmen Umarmung eines Facehuggers gemacht hätte, standen wir vor der Wahl. Den Kollegen töten, ihn in Kyroschlaf versetzen oder ihn so lange behalten, bis sein Brustkorb aufplatzt und ein Alien herausspaziert. Dank einer Permadeath-Mechanik sollten einmal tote Charaktere auch tot bleiben. Tot blieb letztlich aber nur Alien Crucible selbst, das seit 2009 offiziell auf Eis gelegt ist und wahrscheinlich nie wieder auftauchen wird. Die Arkane Studios sind bekannt für Titel wie Prey, Dishonored oder Dark Messiah of Might and Magic. Mitte der 2000er haben sie aber auch an einem Half-Life-Spiel gearbeitet, das uns zurück nach Ravenholm bringen sollte. Valve beauftragte 2006 das französische Studio mit Episode 4 ihrer einflussreichen Shooter-Reihe. Zu diesem Zeitpunkt sollten nach Half-Life 2 Episode 2 weitere Episoden die Saga fortführen. Daraus wurde ja bekanntlich nichts und Valve konzentrierte sich nach Episode 2 auch lieber auf die Weiterentwicklung der Verkaufsplattform Steam. Episode 4 befand sich trotzdem einige Jahre bei Arkane in Entwicklung. Anders als in bisherigen Teilen der Reihe hätten wir die Kontrolle über Adrian Shepard, den Hauptcharakter aus Half-Life Opposing Force, übernommen. Die Fähigkeiten des US Marine wären auch bitter nötig gewesen. Denn im alles andere als einladenden Ravenholm werden wir auf eine neue Zombieart gestoßen. Die brauchen keine Headcrabs, um uns in Stücke zu reißen und sind besonders in der Masse sehr gefährlich. Shepard hätte dafür aber auch noch einige neue Spielzeuge in die Hand gedrückt bekommen. Mit einer Magnetkanone konnten elektronische Schaltkreise überbrückt und Verbindungen zwischen Knotenpunkten geschaffen werden. Damit ließen sich auch Elektroteppiche kreieren, die Feinde bei Betreten in tausend kleine Partikel aufgespalten hätten. Mit einem Plasmawerfer hätten wir Energiebälle verschossen und mit einem neuen Nahkampfangriff konnte man den allzu lästigen Rennzombies die Nase zurechtrücken. Trotz der vielen coolen Ideen, die sich sicherlich nahtlos ins Half-Life-Universum eingefügt hätten, hatte Valve wohl andere Pläne und zog den Stecker für Episode 4. Auf der E3 2012 gehörte Star Wars 1313 zu den Highlights schlechthin. Das Action-Adventure erinnerte stark an Gears of War und Uncharted. Ähnlich wie die spielerischen Vorbilder überzeugte besonders die effektgeladene und explosive E3-Präsentation. Die Grafik sorgte für staunende Gesichter und das Versprechen, statt altbekannten Jedi-Tempeln die dreckig düstere Unterwelt von Coruscant kennenzulernen, ließ vielen Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nach der Übernahme der Star-Wars-Marke durch Disney wurde es jedoch immer leiser um 1313. Wenig später bestätigte der Mäusekonzern die schlimmsten Befürchtungen. LucasArts schloss als Entwicklerstudio seine Pforten und damit war auch das Schicksal des vielversprechenden Star-Wars-Titels besiegelt. Mittlerweile wissen wir dank zahlreichen Interviews und Artikeln aber zumindest ein bisschen mehr darüber Bescheid, was hinter den Kulissen passierte. Denn Star Wars 1313 befand sich seit 2009 in der Konzeptionsphase und sollte zunächst eher Grand Theft Auto ähneln. Viele Überarbeitungen und einen Besuch von George Lucas später wurde daraus ein lineares Actionspiel, das uns in die Stiefel von Boba Fett höchstpersönlich hätte stecken sollen. Der berühmte Kopfgeldjäger wäre der Protagonist des Spiels gewesen, der mit Blaster und Jetpack die Unterwelt von Coruscant auf den Kopf gestellt hätte. Letztendlich wurde daraus aber auch nichts. Der bis heute beeindruckende E3-Trailer zeigt allerdings, welches Potenzial in der Idee von Star Wars 1313 steckte. Vielleicht lässt sich davon ja mal ein anderer Entwickler inspirieren. Wenn sich findige Spieler die Detailstruktur eines Spiels genauer ansehen, finden sie üblicherweise ein paar nette Details und vielleicht mal ein verworfenes Feature. Im Fall der Mafia 3 Definitive Edition hat sich dort aber gleich ein ganzes eingestelltes Spiel versteckt. Zumindest in sehr, sehr grober Form.
Ein Data Miner schaffte es, mit seiner Spielfigur einen Map-Bereich zu betreten, der nichts mit Mafia 3 zu tun hat. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sollen die weißen Gebäudeboxen und zurechtgestreckten Satellitenbilder Berlin darstellen. Die deutsche Hauptstadt war sehr wahrscheinlich nicht als DLC für Mafia 3 geplant. Stattdessen dürfte es sich dabei um die Spielwelt von Rhapsody handeln. Ein ausführlicher Kotaku-Artikel offenbarte 2018, dass der Mafia 3-Entwickler Hangar 13 kurzzeitig an einem Spionage-Thriller arbeitete, der uns ins Berlin der 80er Jahre transportieren sollte. In der Rolle eines russischstämmigen Juden hätten wir für eine amerikanische Geheimorganisation die geteilte Stadt erkundet und verschiedene verdeckte Operationen durchgeführt. Der Plan war, dass wir auf verschiedene Gadgets zurückgreifen würden, um uns unbemerkt durch Ost- und West-Berlin zu bewegen. Warum es Rhapsody gerade in die Definitive Edition von Mafia 3 geschafft hat, ist nicht bekannt. Vielleicht planen die Entwickler, die Arbeit wieder aufzunehmen. Bis dahin dürfte das weiß bemalte Berlin aber das einzige Videomaterial sein, was von Rhapsody öffentlich zu sehen ist. Wenn ein Spiel seinen Entwickler verliert und plötzlich ein anderes Studio dran arbeitet, dann ist das selten ein gutes Zeichen. Im Falle von Dead Island 2 ist man mittlerweile beim dritten Studio angelangt. Ursprünglich sollten die Macher von Spec Ops The Line die Fortsetzung der Zombie-Schlachtplatte zurechtzimmern. Auch das Berliner Studio Jager werkelte einige Zeit an Dead Island 2, bevor der Publisher Deep Silver das Projekt aufgrund von kreativen Differenzen, wie es in der PR-Sprache so schön heißt, an die Briten von Sumo Digital weitergab. Die scheinen aber ebenfalls nicht das gewünschte Produkt geliefert zu haben und so wanderte Dead Island 2 zu den Dambuster Studios, die zuvor das zweite Homefront gemacht hatten. Der Originalentwickler Techland hat übrigens nie an Dead Island 2 gearbeitet und stattdessen sehr erfolgreich das Zombie-Spiel Dying Light veröffentlicht. Falls Dead Island 2 jemals herauskommt, wird es sicherlich nicht wie hier aussehen. Das gezeigte Material stammt nämlich aus einem geleakten Bild von 2015, als noch Entwickler Jager das sonnige LA mit Zombieblut beschmierte. Wie schon beim Vorgänger sollte auch Teil 2 knackige Action mit RPG-Elementen verbinden. Per Skilltree wäre unser Charakter nach und nach stärker geworden und wir hätten die Open World nach nützlichen Crafting-Materialien durchkämmt. Denn nur wer über die richtige Ausrüstung verfügt, hätte es mit den zahlreichen wieder auferstandenen Leichen aufnehmen können. Laut Deep Silver wird an Dead Island 2 derzeit noch aktiv gearbeitet. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich das fertige Produkt von den ursprünglichen Plänen unterscheiden wird. Falls es wirklich jemals ein fertiges Produkt geben wird. Das waren natürlich nur ein paar der eingestellten Spiele, von denen wir in den letzten Jahren immer mal wieder ein paar Spielszenen erhaschen konnten. Hättet ihr gerne einige dieser Spiele aus dem Video selbst gespielt? Oder war es vielleicht sogar besser, dass diese Titel nie veröffentlicht wurden? Schreibt uns eure Meinung und sagt uns, ob ihr gerne mehr Videos zu eingestellten Spielen sehen wollt.